Ein fluchsiges Hallöchen, Leute. Ich bin's, euer Fluchschizockt. So, Leute, ich bin wieder back in the game. Mario Kart 8 ist angeschmissen worden und es ist sehr überraschend, warum ich überhaupt wieder zocken kann, weil vielleicht ist es einige von euch aufgefallen, also bestimmt. Und zwar im vorletzten Part hatte ich einen richtigen Anschiss von meiner Mutter bekommen, also am Ende. Ja, ich habe mir schon in den Kommentaren gelesen, ja, es war natürlich peinlich auch die Aktion gewesen, also ich hätte es wirklich gecuttet, aber naja, ich war einfach zu faul gewesen, sagen wir mal so. Auf jeden Fall hatte ich wirklich versucht, meine Mutter zu überreden, dass ich wieder zocken kann, also leider darf ich nur zocken, wenn meine Mutter immer zu Hause ist und ja, ich, Hauptsache Leute, ich kann wieder zocken und ich werde mal sagen, wird auch mal wieder Zeit weiterzumachen und bis gleich. Okay Leute, dann geht es doch mal wieder wie gewohnt im Rennen weiter. So. Und zwar ist es wahrscheinlich Delfinlagune oder so, glaube ich. Delfinlagune? Keine Ahnung. Habe ich nicht mehr so genau im Kopf. So, am Anfang keine Kiste gekriegt. Das kann nichts Gutes bedeuten, glaube ich. So, ja, genau, Leute. Ich glaube, das Pech ist auf meine Seite. Also, ich wäre nicht mein, aber ich glaube, heute ist nicht gerade mein Tag oder so. Aber komm. Ja, ich hatte ja wieder ein Päuschen eingelegt, ne? Und naja, ich muss wieder reinkommen. Ne? Am Anfang ist man halt, also nach einer Weile ist man halt nicht mehr so, also ist man ja schon raus, ne? Okay. Hier kann man leider keinen Firehopping nutzen, ne? Also unter Wasser. Ich war wirklich dumm gewesen. Also ich hatte früher mal so ein Deep Sliding genutzt, so unter Wasser und auch gefirehoppt. Also das sollte man wirklich lassen. Angeblich, also. Und ja. Also das sehe ich mir auch immer wieder an. Also dass die Profis unter Wasser nicht firehoppen oder so. Oh, der ist in einer Banane ausgerutscht oder was? Aber der Bernie, der, keine Ahnung, also der mit Migrat fährt, der kommt mir bekannt vor. Obwohl er nicht aus meiner Freundesliste ist. Also, ich habe mal mitbekommen, dass er, ich weiß es nicht, ob das der Typ ist, aber ich habe mitbekommen, dass er nur mit Füßen spielt. Also, dass er keine Hände hat oder so, dass er, ja, wirklich, also ich glaub's selber nicht, aber es ist krass, also. Ich weiß nicht, ob das der ist, aber ja, er spielt mit Füßen nur, also nur mit Füßen. Ist schon heftig. Also ich will es echt gerne mal sehen, wie der überhaupt mit Füßen spielt. Also wenn das der ist. Ja, also ich, es ist echt ein Talent, ne, mit Füßen zu spielen. Also ich würde es persönlich natürlich nicht schaffen, also es ist doch unmöglich, ey, oder nicht? Das ist doch krass. Aber es ist alles möglich, ne? Anscheinend. Ja, also ich hab mal auf so ein, also ich bin schon mal auf so einen Kanal gestoßen, also ja, Bernie MK8 und ja, wenn das wirklich der ist, dann ja, Hut ab, ne? Also es ist schon heftig, also mit Füßen nur zu spielen. Leute, ich habe echt, also in der letzten Zeit ist sehr viel passiert. Ja, habe ich gar nicht im Kopf gehabt. Und zwar hatte ich neulich die Ausbildung, also als Kfz-Mechatroniker, abgebrochen.
Ja, Leute, das ist wirklich die Wahrheit. Ich war ja ein Jahr im Praktikum gewesen, also habe da Praktikum gemacht und dann noch, ja, also ich hatte halt nicht richtig die Ausbildung durchgestartet, sag ich mal. Also ich bin ja, naja, Leute, es lag daran, dass ich ja mit den Kollegen überhaupt nicht klar kam und dass mir allgemein der Job nicht gefiel, also dass der, ja, weil ich immer halt richtig wie eine Sau ausgesehen hab und ja, einfach also richtig verdreckt und so. Auch das Arbeitsklima musste man ansprechen, weil es war wirklich schon, ja, beschissen, sagen wir mal so. Ach komm, ich hab's verlernt. What the fuck? Ja, ich bin jetzt auf der Suche, ne? Ich versuche wieder in einer BVB zu stoßen, also in einer Berufsvorbereitungsbildungsmaßnahme und ja, damit ich überhaupt, ich brauche Unterstützung, weil sonst wird das schwer mit einer Ausbildung für mich. Also für eine Ausbildung. So, jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Oh, das war ja mal mega knapp, Alter, als ob. Okay. Da hat sie noch Pilze gehabt, also hätte er eigentlich, ja, sicher Zweiter werden können. Mhm. Ja, okay, Leute. Dann lass mal die Punkte zeigen, ne, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt. Ich hatte richtig Abzüge bekommen, also als ich im vorletzten Part hatte ich angeblich 36 Abzüge bekommen oder so am Ende, also als meine Mutter sich eingemischt hatte und ich dann mittendrin aufhören musste. Also, ja. Naja, kann man nachholen. So, die Instrumentalpiste vom, ja, von einem guten Mario Kart 7 noch bekannt. Okay. Ah, okay, da ich meine Münze am Anfang. Gut. Ich hätte mir schon echt nichts anderes besser gewünscht. So, okay, der Random, habe ich gar nicht gesagt, ist am Start, weil ich dann ja gejoint bin und, okay, das war jetzt nicht gut genutzt. Egal. Das können wir ja gerade biegen irgendwie. Mhm. So, die Abkürzung solide genommen. So muss das sein. Muss er nicht auf Krampf, also auf muss er nicht unbedingt einen Umweg nehmen. Ne? So. Ja, ich bin ja den Random gejoint. Er joint ja immer so Loop-Gruppen und ja. Darum, wie ihr merkt, ist es recht ruhig. What the fuck, Alter? Und ich bin da nie dazwischen mal gefallen oder so. Ist klar, ey. So, ich glaube, ich muss damit rechnen, dass meine Mutter oder... Ja, ich werde hier genervt, gestört wieder. Was denn? Danke. Ja, meine Mutter wollte mir nur Geld geben. Danke. So. Okay, jetzt habe ich wieder Ruhe. Jetzt ist wieder freie Bude, also... Ruf wieder rein. So. Also, wie schon gesagt, ne, ich hatte ja die Ausbildung abgebrochen und vielleicht fragt ihr euch, was soll ich denn jetzt machen, ne? Was für ein Beruf? Also, wenn mir der jetzt nicht gefällt, Kfz-Mechatroniker, also ich hatte vorhin noch Praktika gemacht, also Verkauf, Einzelhandel und
Ja, ich versuche nochmal mein Glück, kann man so sagen. Also vielleicht, ja, weil das ist noch eine Möglichkeit, wo ich vielleicht die Ausbildung machen könnte. Also so im Lebensmittelhandel oder so. Aldi, also nee, Lidl oder ja. Muss man mal gucken. Es gibt ja noch so viele Jobs, aber ich bin ja Hauptschüler, also mir stehen jetzt leider nicht alle Türen offen. Ist halt leider die Wahrheit. Also mit einem Realschulabschluss oder so. Wäre das ja der Gegenteil, ne? Okay, das ist auch wirklich fein, dass ich schon Pluspunkte mache, obwohl. So, Leute, dann stürzen wir uns noch im letzten Rennen. Okay, Leute, dann auf die Plätze, fertig, los! So. Okay, lass uns das Rennen hier gewinnen. Ja, wenn ich nur so ein Hellseher wäre, gut, dann, ich hätte sonst nichts, worüber ich noch, ja, ansprechen könnte. Also, so viel Nachrichten habe ich für euch leider nicht. Tut mir leid. Das ist ja mal wieder spontan der Part. Gut, ja. Nein, was war das jetzt für ein Move, Alter? Das war jetzt aber richtig schlecht. Ich werde gerade dicht wieder verfolgt von jemandem. Keine Ahnung. Nein, ich. Ja, alles klar. Oh, der ist auf was drauf gefahren. Alles klar. Aber trotzdem reicht es nicht aus, ihn zu überholen. Oh, Alter, in der Luft läuft. Nein. Oh, er kommt in da im Gras. Random? Okay. Gönne ich ihm. Der Herz verdient, würde ich sagen. So. Oh, drei rote, die werde ich mal behalten.